Denk darüber nach, Kleiner. Die Oberfläche ist viel, viel gefährlicher. Du solltest dir, ja, du solltest irgendwie gucken, dass du den Gefahren ausweichst. Damit kann ich hier oben gerade nichts machen. Der Punkt ist da oben, aber ich brauche... Ja, ja, ist okay. Ist okay. Hier. Ja, Kleiner, ganz ruhig. Den brauchen wir da oben. An die Kante, da hoch, da hoch. Da an die Kante, da hoch. Und an den Kopf. Dann noch dahin, weil das will ich mitnehmen. Das ist richtig, die Mixtur ist bereits vorbereitet. Eine Composition aus ein paar Dingen. Dann noch 10 Gramm von RCD33. Das Ganze auf 200 Grad irgendwie angepasst. Ich hab's richtig, oder? Das habe ich doch gesagt. Aska. Ich hab's dir gesagt. Ich hatte nie dran gedacht, was ein Error Fault of Mixing vielleicht hat. Ich habe nie dran gedacht, dass ich das so mixen würde. Brillant. Aska, bist du okay? Warum ist dein Gesicht so rot? Fressen die dich? Ich glaube, die hitten mich einfach nur und kosten mich Leben. Wovon ich jetzt eins mehr habe, weil ich einfach solche Sachen gerne mitnehme. Okay, autorisiert. Dann lass mich mal kurz... Warte mal. Nicht das so ein bisschen mittig packe. Und grabbe. Obwohl Graham absolut nutzlos in diesem Moment ist. Dann hier hochgehe. An den seinen Kopf springe. Mann, ey, gutes Personal ist so schwer zu finden. Ich sag's euch. Nein! Okay, vielleicht doch. Boah. Warum? Warum solltest du mir das antun? Ah. Moment. Kurz. Tsukino. Tsukino. Beeil dich, sie kommen. Wir werden es nicht schaffen. Mach die Tür zu. Vergiss den einen, der da hinten ist, ne? Unsere Leben sind wichtiger. Ah, und der gibt uns wieder ein bisschen eine Szene, oder? Alles klar. Oh. Hilfe! Ah, oh. Der da hinten. Vergiss den einen, der da hinten ist. Der ist der da hinten ist. Oh oh. Ah. Nein, das öffnet sich nicht. Kommt nicht näher! Aha. Warum? Eieiei. Okay, er konnte sich, er konnte nicht mehr selber. Ach du Scheiße. Was spiele ich hier? Also hier sind blöde Experimente passiert. Hier ist alles echt kacke gelaufen. Na. Und irgendein Virus, der die Leute da halt verwandelt hat und dementsprechend kopflos, zombie-mäßig hat werden lassen. Alles also nicht so geil. Sieht so aus, als ob wir oben in einem Turm wären. Wow. Ah, sowas mag ich.
Hab's gerade nicht gesehen. Soll ich eine Rätsel liebig? Gut, mal hier hin. Den Schalter drücken. Da darf ich also nicht hin, egal was passiert. Gut, muss man mir ja, muss ich ja. Aber dann gehe ich doch lieber über die Ecke. Okay, dann gehe ich nicht über die Ecke. Mein Fehler. Die Ecke ist böse. Gehe über die Ecke. Und darüber. La la la. Ah, um die Ecke. Um die Ecke. Guck, ob's da weitergeht, okay? Okay. Wir sollen hier ein klein bisschen gucken. Alle sehr überrascht, dass das hier alles noch so läuft. Wenn die jetzt aufhören würden zu arbeiten, na, was würde dann wohl mit diesem Turm hier passieren? Achso, hier ist eine Wand, ne? Boah, haha, Baby. Ui. Kurz loaden. Eduardo. Wir sollten nicht weitermachen. Die Kraft ist einfach unkontrollierbar. Das ist ganz einfach. Wenn wir sie einmal aktivieren, also wenn wir sie noch einmal aktivieren, dann sind es nicht nur ein paar Schiffe, die hier irgendwie verschwinden würden. Dieses Mal würden wir alle. Alles würde irgendwie verschwinden. Oi. Aber, wo geht's jetzt weiter? Komm ich von hier? Kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal hier war. Oh. Oh. Okay. Die drehen jeweils in die Stacheln rein von außen. Alles klar. Na dann gehe ich doch gleich zu dem hier. Einmal so. No! Huhuhu. Eieiei, ja, das Spiel macht einen fertig. Manchmal ein bisschen. Guck mal, da ist ein Loch in der Pipeline. Ah, das war jetzt ein bisschen automatisch. Oh, okay. Also das da unten tötet mich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ah, okay. Okay, wir müssen also hier so ein klein bisschen... Okay. Na, nee, ist okay. Ist okay. Machen wir das halt so. Ah, okay. Ein bisschen Licht für die Motten. Diese Motten sind mir freundlich gesonnen. Soweit ich das zumindest beurteilen kann. So ein bisschen freundlich. Ach Gott, ey. Ach Gott, ey. So, jetzt komm nochmal da hoch. Da an die Ecke. Damit ich da an die Ecke komme. Yep. Damit ich da an die Ecke komme. Ein bisschen runter rüber. Dann kann ich darum und dann kann ich hier eigentlich nur... Oh, bye. Ja. Hui. Warum nicht? Dann einmal runterrutschen. In einem unfassbaren Tempo, ja? Bitte haltet euch fest. Warte mal, da ist schon wieder was Neues. Was ist das da... Ein Lichteffekt. No! Och, Menno.
Einmal so. Na komm. Da kommt's. Also die Dinger töten nicht. Zumindest sind da Totenköpfe zu sehen. Na. So und dann so. Und dann passt es. Einer. Irgendwas Vergilbtes war das schon wieder. Aha, warte mal. Ah, kann ich doch hoch. Das sah so aus, als könnte ich da nicht hin. Warte mal, was ist das hier? Was ist das da unten? Warum kann ich da... Da unten ist noch was. So, was haben wir denn hier? Was ist in diesen Behältern? Das frage ich mich auch. Und was habe ich hier? Oh. Bisschen Info. Angela, maintain the current supply of raw matter fluid. Also die aktuellen Versorgung von diesem raw matter fluid, von diesem Gel-Zeugs erhalten. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir dieses Projekt vervollständigen können. Wir müssen eigentlich nur diese Proportion von dem von der Versorgung hier ein bisschen anpassen, anders geht's nicht. Oder wir könnten auch einfach das erste Extra Merge Fluid als unsere erste Priorität produzieren. Das ist der kritischste Punkt, den wir hier in der Produktion gerade haben. Einmal kurz runter droppen, damit ich wieder hoch droppen kann. Dann einmal da und dann da. Oh Gott. Ja, Viskositätslevel ist normal. Es kann so ausgeliefert werden. Wunderbar. Dieses Mal ist es viel stabiler als zuvor. Was? Wer ist da? Du, wie bist du hier überhaupt an Bord des Schiffes gekommen? Au. Das erste Mal. Warte. Warte kurz. Hat er nicht. Spoiler, er hat nicht gewartet. Okay. Ach du Heilige. Oh nein! Mein armer Kleiner. Komm. Also, ich habe jetzt extra Schleims, die aber nicht so... Alles klar. Ach, die sind da oben gerade vorhin. Ah, die ich oben freigelassen habe, sind hier reingefallen, aber der ist da durchgebrochen. Und deswegen können wir den benutzen, um hier unsere... Oh nein, mein Freund! Es tut mir so leid. Ja, ist ein bisschen, muss man... Ach, meine Fresse, ey. Was ist denn los? Was jetzt direkt, ne?
So. Ade. Asche. Du wirst es schon irgendwie. Hallo? Ich will doch nur da rein. Lass mich da rein. Der hat mir geholfen, der Kleine. Und er wird wiedergeboren. Ist alles gut. Okay. Bitte. Das Signal zum Replikanten ist nicht stabil. Wenn es alleine auf dem... Warte. Ah, wenn es alleine auf dem... Okay, okay, ich verstehe. Wenn unser Buddy hier alleine auf dem Kopf ist von jemandem, dann geht's nicht. Aber wenn... Also wenn unser Buddy, unser Extra-Schleim, unser Replikant auf dem Kopf von jemandem sitzt, aber wir nicht auf dem Kopf sind, dann können wir ihn nicht steuern. Wir müssen auch auf dem Buddy von jemandem sitzen. Also, unser Buddy muss auf dem Buddy sitzen und dann nur, wenn wir auch auf einem Buddy sitzen, kann unser Buddy den Buddy bewegen. Versteht ihr? Ich denke mal, das war doch eindeutig, oder? Aha. Okay. Muss halt eigentlich mit ihm da oben muss ich durch. Aber jetzt habe ich halt den richtigen Abstand, ne? So, so schaffen wir das. Ai, ai, ai. Ich stopp hier. Jetzt nochmal rüber und dann activaten. Mhm, mhm, mhm. Also ich denke, die ganze Buddy-Geschichte hier war absolut eindeutig. Ich glaube nicht, dass es da noch irgendwas dazu zu erwähnen gibt. So, der Kollege ist hier oben. Und natürlich gilt das nicht. Da muss ich selber ran. Hallo, Sir Dr. Greenbell. Ich habe bisher immer für diese Mantis Corporation gearbeitet. Wo ich an diesem Extreme Emergency Fluid gearbeitet habe. Ja, das hocheffiziente Emergency Fluid wurde von mir entwickelt, ne? Mehr oder weniger. Ich habe halt nie gedacht, dass das wirklich so irgendwie für die Waffentechnologie benutzt wird. Beziehungsweise das nicht, was ich machen wollte. Ich wollte die Welt eigentlich so ein bisschen zu einem besseren Ort machen und ich hoffe, ich habe die Möglichkeit, mich ihnen anzuschließen. Also dem Labor. Bibi. Ja? Ich will eigentlich die Welt verbessern. Eigentlich. Machen wir erstmal diesen da. Oh, lala. Und dann machen wir diesen da. Und dann geht's absolut entspannt nach oben. Gibt's ja überhaupt kein Problem hier. Und da gibt's aber ein Problem. Eigentlich. Aber irgendwie auch nicht. Und warum sind hier schon wieder hunderte ekelhafte? Aha. Wieder einer. So. Ist irgendein Grund, wieso ich... Also ich meine, ich kann die ja mehr oder weniger auch alle ignorieren und einfach so meinen Weg hoppen. I don't know.
Erscheint mir sinnvolle. Ja. Oh no. Das kann nicht sein. Da laufen wir da rein. Natürlich. Weil das die absolut erste und sinnvolle Reaktion ist, die man als... Egal was. Naja, egal. Sie sind also nie wirklich verschwunden. Von Anfang an nicht. Uah. Was zur Hölle? Was ist hier denn los? Ich... Die Errors. Okay. Du frisst den da. Aha. Kann ich an den da ran? Ja. Das hat ihn mehr Leben gekostet als mich und ich regeneriere mich ein bisschen. Okay. Komme ich da eigentlich... Au, 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 au. Au, 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 au. Ja, okay, dann halt da drüben. Frage mal. Ja, okay. Ah, okay, jetzt. Komm, triff mich. Das hat mir zu viel Leben gekostet. So. Frühzeitig wieder wegspringen, dann wird da ein Schuh draus. So. Dann isst du jetzt erstmal den, oder? Ja. Und dann den hier. So, dann bitte den hier. Ja, dankeschön. Und jetzt da oben. Wie zur Hölle soll ich an den rankommen? Ahaha. Wie um alles in der Welt soll ich an den rankommen? Muss doch eigentlich... Muss eigentlich an den da? Dann... Ja, ich muss an so einen Skelettkopf. Autsch. 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 Nein! Mein Ticket! Mein Ticket! Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ah. Also zum Glück regeneriere ich wieder ein Stückchen Leben mit der Zeit. Kann ich nicht einfach auf ihm draufbleiben, damit... Nee, kann ich nicht. Na! Mein Ticket! Aua! Oh, wieder von vorne! Ich meine, das ist ja kein Problem jetzt. Wir gehen an den ran, wir gehen an den ran und dann hier. Warten wir kurz. So weit, so gut. Vielleicht auch gleich so? Ah, der geht nicht. Okay. Ja, die Ausweichskills sind da. Ein bisschen. Also. Mann, ey. Aber auf den Kopf kommen, das ist... Ja, ist okay. Auf den Kopf kommen... ist nicht so easy. Oder ist das überhaupt der Weg? Ich weiß es nicht. Ich glaube halt schon. Ich glaube nicht umsonst, dass die mir hier angezeigt werden. Ja. Nein. Shit, ich wurde mitgefressen. Boah. Ja, es ist nicht so leicht. Also man muss da... Der erste Part ist super easy, wie ihr sehen könnt. Aber danach brauchst du mindestens ein bisschen Glück.
Warum nicht gleich so? Hui, Astralebene, danke dir. Wer dankt mir hier? Danke dir, wer dankt mir hier? Auch wenn wir das wichtigste Ziel fast vergessen haben, müssen wir uns daran erinnern, dass der Grund, warum wir alle hier sind, unsere Erinnerungen zu finden und zurückzubringen, um alles irgendwie richtig zu machen. Okay. Kleiner Junge, bist du okay? Kleiner. Du hast aufgehört, dich zu bewegen, so plötzlich. Ich danke dir, Kleiner. Alles voller Ecto-Ekligem. Du weißt doch gar nicht meinen Namen. Okay, ich weiß noch gar nicht deinen Namen. So. Ich kann dich nicht immer so nennen, oder? Lass mich mal drüber nachdenken. Oh, du nennst mich aber bitte nicht jetzt Mu. Wahrscheinlich nennt er mich Mu. Mu! Ja, ich weiß es! Von nun an soll der Name Mu sein. Mu! Ah! Wir werden beobachtet. Mu! Möchtest du Flashbacks anschauen? Ja. Ah, das war erst der Prolog? Nee, oder? Oh, wie cool, ein Comic. Nice. Okay, irgendein Raumschiff. Irgendwelche krassen Forscher. Die Sektor-Konsul, also möchte er ein Treffen mit dem Captain. Piep. Wie viele Seiten sind das? 13, okay. Willkommen an Bord, Konsul. Ich bin der Captain von der MCS Kamiyama. Ich habe schon lange auf diesen Moment gewartet. Dann weißt du ja sicher, warum ich hier bin. Und ich möchte direkt zum Punkt kommen. Auch wenn die Föderation so diese Experimente hier eigentlich genehmigt hat. Für ein Where are that? Ja. Ich habe mitbekommen, dass die Mantis hier nicht, was, merely a weapon? Dieses Ding hier ist keine Waffe eigentlich, so, ne? Und ich finde das höchst gemein. Ich bin eigentlich hier, damit ich hier ein besseres Verständnis davon bekomme, was hier passiert. Aber ich kann auch reinzoomen. Boah, reinzoomen? I've long been aware that Mantis developing is not merely a weapon. Also, was wir hier entwickeln, ist nicht grundsätzlich eine Waffe. Wir verstehen komplett Ihre Bedenken, Sir. Asuka, es ist Zeit, zu dem Preparation Room zu gehen und zu präparieren. Vorzubereiten. Ich werde bald den Konsul dorthin bringen. Ist es okay? Ist das alles hier? Ist ja alles hier, sind eigentlich vertrauliche Informationen und so. Für dieses Experiment, ja, ich möchte, dass er in vorderster Linie steht und unsere, ja, Forschungen, die Kraft der simplen Intoxikation, also Vergiftung, mehr oder weniger, dass er die mitbekommt. Yes, Sir. Alles klar. Tipp, piep, 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 scan, piep, piep, piep. Testsubjekt Nummer 30 wurde released für einen Commencing-Test. I don't know. Naja, Konsul, die letzten paar Centuries sind Jahrhunderte, oder? Jahrhunderte. Ja, Jahrhunderte nach der menschlichen Zivilisation, nachdem sie sich ins Universum ausgebreitet hat, haben wir geforscht, ne? So, an all diesen Dingen, die frei von Limits, von
ja, Panzern, fragilen Bünden, wie auch immer sind. Ja, ich habe so meine Bedenken, dass das alles hier ein klein bisschen von Gier geleitet ist. Compared to other organisms, verglichen mit anderen Organismen sind Menschen vergleichsweise schwach. Sie haben zwar die Möglichkeit, die Kraft der Wissenschaft zu nutzen, irgendwelche, ja, extra Fortschritte, Extras zu erreichen, sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Es hat uns auch irgendwie so wirklich haarlose Kriege gebracht mit anderen Spezien, mit unzähligen Spezien. Naja. Und so immer so ein klein bisschen skeptisch. Immer so ein klein bisschen krummelig, moody. Ja. Das Universum beinhält viele, viele fortentwickelte und vor allem auch fortgeschrittene, unbekannte Organismen. Wir müssen weitermachen, größere Power suchen, also fortgeschrittene Power, stärkere werden, um uns selbst irgendwie protecten zu können und schützen zu können. Gibt es hier irgendwie keine Abwägungen mit Frieden, mit diesen ganzen komischen Koexistenzen? Frieden, das ist es nicht nur. Du wirst es gleich selbst sehen. Diese komplette neue Form der Energie ist unendliche Kraft.